guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier vor dem Gymnasium München Nord, um gemeinsam an 80 Jahre nach den Deportationen hier in unserer Stadt zu erinnern. Wir haben ja noch einen zweiten Teil, auch mit Livestream, der ist jetzt hier noch nicht aktiv und dort werden auch alle Gäste und Ehrengäste, die dann auch teilweise noch zu Ihnen sprechen werden, begrüßt. Heute Abend wollen wir gegen jede Art von Diskriminierung von Minderheiten klar die Stimme erheben. Diese Tradition der Erinnerung, initiiert von der Gemeinschaft Sant'Egidio zusammen mit der jüdischen Gemeinde vor fast 30 Jahren in Rom, wo am 16. Oktober 1943 ebenfalls wie in München über 1000 Jüdinnen und Juden deportiert wurden, wurde weitergeführt und findet in vielen großen europäischen Städten statt. Wir haben heute alle Münchner eingeladen, mit uns zu gehen, um einen wichtigen Teil unseres Gedenkens als Bürger dieser Stadt in Erinnerung zu rufen. Denn der 20. November 1941 ist und bleibt eine hässliche Wunde für unsere Stadt München. Er ist Teil unserer Erinnerung und unserer Geschichte, unseres Daseins und unserer Zukunft. Im Anschluss an diesen Auftakt hier am Gymnasium werden wir einen Schweigemarsch Richtung Innenstadt machen, der nach 500 Metern endet, wo das sogenannte Sammellager Milbertshofen von 1941 bis 1942 stand. Dieser Marsch soll uns daran erinnern, an den Weg von 1000 Menschen, Kinder, Frauen und Männern, die diesen am 20. November, wie viele andere nachfolgend gehen mussten, zum Zug in den Tod. Unter uns heute Abend sind die Kinder der Schule des Friedens, der Gemeinschaft Sant'Egidio. Einige von ihnen sind geflohen aus Syrien, Afghanistan, Sierra Leone und anderen Ländern. Sie haben sich mit dem Thema des Holocaust beschäftigt und mit dem Thema der Ausgrenzung und des Zusammenlebens. Ich grüße euch an dieser Stelle. Ihr werdet mit eurem Plakat »Friede ist unsere Zukunft« dem Zug nachher vorausgehen. Heute Abend werden auch Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Nord, die sich mit der Biografie der Menschen beschäftigt haben, die am 20. November 1941 nach Kaunas deportiert wurden, zu uns sprechen. Es waren Münchner Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Mit ihren Namen und Geschichten wollen wir an jeden Einzelnen erinnern. Ich bitte die Schüler des Gymnasiums Nord auf die Bühne. Dorothea Abeles. Sie wurde am 7. Januar 1867 in Böhmen geboren. Sie hatte 8 Geschwister, einen Ehemann und war Mutter von 7 Kindern. 3 ihrer Söhne wurden in Kaunas ermordet. Dorothea wurde mit ihrem Ehemann am 18.06.1942 nach Theresienstadt deportiert. Von den 50 deportierten Personen überlebte nur einer die Shoah. Am 19.09.1942 wurde sie mit ihrem Ehemann von Theresienstadt in das Vernichtungslager Treblinka deportiert und nach der Ankunft ermordet. Von den 1180 deportierten Personen überlebte keiner die Shoah. Die Schülerin Lieselotte Abeles wurde am 7. Februar 1924 als Tochter des Kaufmanns Ernst Abeles und seiner Frau Hilde Abeles in München geboren. Seitdem sie am 6. August 1941 in der Flachsröste Lohhof eingewiesen wurde, musste sie dort Zwangsarbeit leisten. Im Alter von 17 Jahren wurde sie am 20. November 1941 zusammen mit ihren Eltern von München nach Kaunas deportiert. Dort wurde sie 5 Tage später ermordet.
Ihr Vater, Ernst Schmuel Avedes, wurde am 21. Juni 1895 in Schisch, Westböhmen geboren. Seine Eltern waren Max Avedes, welcher, wie er später, Kaufmann war, und Dorothea Avedes. Die Familie zog im Jahr 1899 nach München. Am 5. Juni 1922 heiratete er Hilda Heymann. Diese Lotte war sein einziges Kind. Bis zum 1. September 1938 betrieb er einen Großhandel mit Ölgemälden. Zudem war er Teilhaber der Zigaretten- und Tabakfabrik Avedes GmbH, deren Auflösung am 11. November 1938 beschlossen wurde. Er gehörte außerdem dem Vorstand der Adas Yeshurun, einer orthodoxen jüdischen Gemeinde, an. Zuvor, am 20. November 1941, wurde er nach Kaunas deportiert. Zuvor emigrierten vier seiner Geschwister nach New York. Am 25. November 1941 wurde Ernst Schmuel Avedes zusammen mit seiner Tochter, seiner Frau und seinen beiden Brüdern Friedrich und Eugen Avedes ermordet. Ich stelle Ihnen nun die jüdische Frau Else Bühler, die genau vor 80 Jahren vom Wilmershofener Lager nach Kaunas deportiert wurde, vor. Else wurde am 10.01.1920 in München geboren und wuchs zusammen mit ihrer Schwester Irene, die 1935 nach Palästina emigriert war, in der Schneckenburger Straße, der Rauchstraße und der Fürstenrieder Straße auf. Sie besuchte 6 Jahre das St. Anna Lyceum und legte dort das Abitur ab. Nach dem Abitur war sie als Keramikerin im zahntechnischen Bereich tätig. Sie war ledig. Ihr Vater, Eugen Bühler, war als Fabrikant in München tätig. Die Mutter hieß Clara Bühler, geboren Neuburger. Eigentlich hätte die junge Frau ein aussichtsreiches Leben vor sich haben können. Aufgrund der Verfolgung der
jüdischen Bürger wurde sie am 15.11.1941 in das Barackenlager Knorrstraße 148 gebracht und 5 Tage später zusammen mit ihren Eltern nach Kaunas deportiert und ermordet. Zuletzt noch die Biografie von Wolfgang Reiß. Wolfgangs Vater war ein Viehhändler in München. Wolfgang war das Küken der Familie, als er am 26.12.1932 geboren wurde. Seine Schwester Helene war 6 Jahre älter, sein Bruder Oskar war schon 11 Jahre alt. Mit 4 Jahren musste er für einen Monat in ein Kinderheim und dann wieder im Oktober 1941. Von dort aus wurde er dann zusammen mit seinen Eltern und seiner Tante Alice nach Kaunas deportiert. Die 1000 jüdischen Münchner mussten dort einen Zug besteigen, der sie in das Ghetto Riga in Lettland bringen sollte. Es war die erste Deportation Münchner Juden. Da das Ghetto in Riga jedoch überfüllt war, wurde der Zug ins litauische Kaunas geleitet. Dort kamen alle ins 9. Fort, eine Festungsanlage außerhalb der Stadt. 3 Tage blieben die Münchner Juden in Kellern der Festung eingesperrt, bevor sie am 25. November 1941 von SS-Einsatzgruppen ermordet wurden. Keiner der Menschen aus dem Deportationszug überlebte. Auch Wolfgang ist am 25. November 1941, einen Monat vor seinem 9. Geburtstag, in Kaunas gestorben. Seine beiden älteren Geschwister konnten in die USA emigrieren und haben überlebt. Ich danke euch sehr für diese Zeugnisse und ich glaube, sie helfen uns, dieser anonymen Zahl von 1000 Menschen oder 6 Millionen ermordete Juden, wirklich diese Ungeheuerlichkeit jeder einzelnen Tat, jedes einzelnen Getöteten begreifen. Wir hören jetzt den Appell der Jugendlichen der Gemeinschaft San Decidio. Zusammen mit den Kindern der Schule des Friedens wollen sie sich gegen jede Form von Ausgrenzung einsetzen. Sie besuchen alte Menschen in Heimen, sie unterstützen geflüchtete Kinder und sind heute hier, um zu uns zu sprechen. Ich darf euch bitten, nach vorne zu kommen. Wir sprechen heute für Kinder und Jugendliche aus der ganzen Welt, die der Bewegung Land des Regenbogens und Youth for Peace angehören. Uns ist es sehr wichtig, heute hier zu sein. Hier an dem Ort, wo vor 80 Jahren jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger deportiert und in den Tod geschickt wurden. Es ist schwierig, wahrscheinlich unmöglich, das Geschehene in Worte zu fassen. Dennoch dürfen wir nicht wortlos bleiben. In einer Zeit, in der es nur noch wenige Zeuginnen und Zeugen der Schreckenstaten des Nationalsozialismus gibt, möchten wir entschieden nie wieder sagen. Wir möchten die Erinnerung wachhalten, denn wir wissen, keine Zukunft ohne Erinnerung. Nur wer aus der Vergangenheit lernt, kann die Zukunft verantwortungsvoll gestalten. Erinnern bedeutet für uns auch, die Augen für die Gegenwart zu öffnen.
Wir sehen, dass sich in unserer Gesellschaft antisemitische und rassistische Vorurteile verbreiten, dass Trennmauern zwischen Menschen aufgebaut werden. Mauern wachsen in den unterschiedlichsten Bereichen unserer Gesellschaft. Trennmauern zu Menschen anderer Herkunft, Trennmauern zu alten Menschen in den Heimen, Trennmauern zu Menschen, die auf der Straße leben, Trennmauern zu Menschen anderer Religion. Wir sehen all das und möchten handeln. Gemeinsam bauen wir Brücken der Freundschaft, um die Mauern der Gleichgültigkeit, der Angst und des Hasses zu überwinden. Ich bin Adama, bin 11 Jahre alt. Ich möchte Brücken der Freundschaft bauen, denn ich wünsche mir, dass wir gemeinsam in Frieden leben, egal woher du kommst. Ich bin Mahadir und ich bin 10 Jahre alt. Ich wünsche mir, dass wir einander respektieren, egal welche Religion wir haben. Niemand darf wegen seiner Religion ausgegrenzt werden. Ich heiße Johanna und bin 17 Jahre alt. Ich wünsche mir, dass wir aus der Vergangenheit lernen, statt sie zu verdrängen. Wir möchten die Erinnerung nicht nur jetzt, sondern auch für die kommenden Generationen wachhalten. Ich finde es wichtig, dass sich kein Kind darauf schämen muss, dass es andere ist. Niemand darf wegen seinem Aussehen beteiligt werden. Auf der Welt gibt es keinen Platz für Rassismus. Ich wünsche mir, dass alle Menschen, egal ob mit oder ohne Behinderung, zusammenleben. Wir möchten niemand ausschließen, sondern Freunde sein. All diese Wünsche sind wichtig, damit sich die Schrecken des Nationalsozialismus nie wiederholen können. Wir brauchen Brücken, die uns verbinden, statt Mauern, die uns trennen. Deshalb sagen wir, lasst uns gemeinsam Brücken der Freundschaft bauen. Ja, vielen Dank für euer Zeugnis, wie heute Zusammenleben funktioniert, wie ihr gegen Ausgrenzung ankämpft. Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich einladen, dass wir nun uns aufmachen zum Denkmal, das eben an den 20. November 1941 erinnert, dass wir uns in einem Schweigemarsch aufmachen und ihr werdet uns vorausgehen mit einem Plakat, dass wir eben gerade an die Zukunft denken müssen, dass es auch keine Zukunft gibt, wenn wir uns der Vergangenheit nicht bewusst sind, auch als junge Menschen. Vielen Dank euch noch einmal.
Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie alle recht herzlich im Namen der Veranstalter des heutigen Abends, 80 Jahre Gedenken an die ersten Deportationen in München. Die Veranstalter, die Landeshauptstadt München, die Israelitische Kultusgemeinde und die Gemeinschaft Sant' Egidio, der ich selber, Jörg Rode, angehöre. Wir haben das Gedenken nicht hier begonnen, sondern bereits vor dem Gymnasium Nord, wo Schüler des Gymnasiums und Kinder und Jugendliche der Gemeinschaft Sant' Egidio zu uns gesprochen haben und sind in einem Schweigemarsch hierher gekommen. Und ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen. Ich begrüße Sie, Frau Ellen Presser, Herr Rabbiner Brotmann von der Israelitischen Kultusgemeinde. Ich begrüße Sie, Herr Kardinal Marx, Erzbischof von München und Freising, Herrn Landesbischof Bedford Strom, Herrn Anton Biebel vom Kulturreferat der Stadt München, Herrn Ernst Grube, Überlebender der Shoah und Vorsitzender der Lagergemeinschaft Dachau und Frau Ursula Kalb, Verantwortliche der Gemeinschaft Sant' Egidio in Deutschland. Ich begrüße auch einen lieben Freund, Erzpriester Malamussis von der griechisch-orthodoxen Gemeinde. Hinter mir, man sieht es jetzt nicht, am U-Bahn-Ausgang steht das Denkmal, das an etwas Unglaubliches erinnert. An die erste Deportation der Jüdinnen und Juden am 20. November 1941, die von hier, von diesem Standort, dem sogenannten Sammellager Milbertshofen, ausging. Es waren nicht wenige, die man unbemerkt beseitigen konnte, sondern 1000 Menschen, darunter Frauen und Männer und sogar 24 Kinder, die in den Tod gebracht wurden. Und wir haben einige persönliche Zeugnisse gehört. Heute Abend, 80 Jahre danach, wollen wir uns daran erinnern und ausgehend von hier eine Zukunft für unsere Stadt aufbauen. Ich möchte Danke sagen. Danke, dass Sie heute alle gekommen sind, dass Sie hier sind, die, die zu uns sprechen werden, aber auch die, die einfach gekommen sind, um zuzuhören, um mitzugehen. Auch Sie an den Bildschirmen im Streaming heiße ich herzlich willkommen und danke Ihnen, dabei zu sein. Sie setzen alle ein Zeichen, vor allem auch wegen der aktuellen Situation, die nicht leicht ist, aber die uns nicht davon abhalten darf, heute Abend daran zu erinnern, was vor 80 Jahren hier in unserer Stadt München geschah. Wir danken der Stadt München und dem Kulturreferat für die Unterstützung und Mitorganisation dieser Veranstaltung, insbesondere Frau Dr. Scheim für die inhaltliche und Herrn Sieter für die technische Organisation des Abends. Mit Ihnen danke ich auch dem gesamten Team des Kulturreferates. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Gymnasium Nord. Wie gesagt, einige Schüler hatten heute Abend schon zu uns gesprochen. Ich darf nun Sie, Herr Anton Biebel, Leiter des Kulturreferats, des Referats für Kultur der Stadt München, bitten, zu uns zu sprechen. Herzliche Einladung. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, in Vertretung des Herrn Oberbürgermeisters Dieter Reiter und als Kulturreferent der Landeshauptstadt München begrüße ich Sie zur heutigen Gedenkveranstaltung am Ort der ehemaligen sogenannten Judensiedlung Milbertshofen. Und ich danke Ihnen allen ganz herzlich für Ihr Kommen und Ihre Anteilnahme an dem heutigen Gedenken. Kaum an der Macht haben die Nationalsozialisten
die Existenz und Lebensgrundlage der Jüdinnen und Juden in Deutschland gezielt vernichtet, um ihnen ein Weiterleben hier unmöglich zu machen und sie zur Emigration zu zwingen. Nicht alle Jüdinnen und Juden haben diesem Druck damals nachgegeben. Vor allem viele Ältere sind geblieben, sicher aus Sorge vor einer ungewissen Zukunft im Ausland. Man muss sich aber auch in Erinnerung rufen, dass sie ja seit Jahrhunderten Teil der deutschen Gesellschaft waren und deswegen auch tief verwurzelt waren. Und wir feiern auch dieses Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und ich glaube auch persönlich, dass für viele die noch kommenden Menschheitsverbrechen einfach unvorstellbar waren. Im Oktober 1941 hat das NS-Regime damit begonnen, Jüdinnen und Juden in die von der Wehrmacht besetzten Gebiete nach Osteuropa zu verschleppen und dort zu ermorden. Und der Beginn dieser Massendeportation war der Auftakt der Shoah. Zum 80. Mal jährt sich heute die erste und zugleich größte Münchner Deportation von Jüdinnen und Juden. Am Vormittag des 20. November 1941 setzte sich am Bahnhof Milbertshofen unweit des Sammellagers ein Zug mit rund 1000 jüdischen Männern, Frauen und Kindern in Bewegung. Sein Bestimmungsort war Kaunas in Litauen. Dorthin wurde der Zug umgeleitet, weil das ursprüngliche Ziel des Transports, nämlich das Ghetto in Riga, schon überfüllt war. 3 Tage nach der Abfahrt aus München kam der von 12 Wachmännern der Münchner Schutzpolizei begleitete Zug in Kaunas an. Von dort mussten die Münchner Jüdinnen und Juden zu Fuß in das einige Kilometer vor der Stadt gelegene Fort 9 gehen, eine alte Festungsanlage, in der sie zusammen mit vielen anderen Jüdinnen und Juden aus dem Deutschen Reich eingesperrt wurden. Allerdings war auch dieses Lager überfüllt und so wurden sie 2 Tage später, am 25. November 1941, zusammen mit anderen Deportierten aus Berlin und Frankfurt am Main von Einsatzkommandos der SS erschossen. Mit dem Transport nach Kaunas begann damals eine ganze Serie von Deportationen aus München. Insgesamt gab es 36 Deportationen von hier aus. Und dabei wurden fast 3500 Menschen nach Kaunas und Piaski, nach Auschwitz und Theresienstadt verschleppt. Die Mehrheit der Jüdinnen und Juden kam aus München, etwa ein Viertel von ihnen stammte aus dem weiteren Umland und wurde über München deportiert. All diese Deportationen sind inzwischen gut erforscht und dokumentiert. So kennen wir alle Namen der am 20. November 1941 aus München deportierten Menschen. Von vielen haben wir auch Fotos. Allerdings wissen wir meist nur wenig über ihr Leben. Deshalb ist es umso wichtiger, dass derzeit Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit dem Stadtarchiv der Landeshauptstadt München die Lebensgeschichten dieser Menschen rekonstruieren. Ab April nächsten Jahres kann man die Lebensgeschichten dann im Internet unter www.deportiertausmünchen.de nachlesen. Und einige dieser Biografien sind schon jetzt in einer Ausstellung im NS-Dokumentationszentrum München zu sehen und anschließend dann im Wittelsbacher Gymnasium und im Luisengymnasium. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an die beteiligten Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrkräfte. Die brutal zerstörten Lebensentwürfe all dieser Menschen machen einen noch fassungsloser, wenn man sich dazu auch noch die menschenverachtende Grausamkeit vor Augen führt, mit der die Nazis bei den Deportationen vorgegangen sind. Das begann bereits bei der Auswahl der 997 betroffenen Münchner Jüdinnen und Juden, mit der die Nazis in nicht zu überbietender Infamie die israelitische Kultusgemeinde beauftragt haben. Und noch ein Detail ist bezeichnend für die grenzenlose Menschenverachtung, die schon bei der Organisation des Transports an den Tag gelegt wurde. Denn von den zu deportierenden Jüdinnen und Juden wurden auch noch jeweils 50 Reichsmark an Reisekosten verlangt. Von den 997 nach Kaunas verschleppten Menschen hat niemand überlebt. Die Münchner Schriftstellerin Gerti Spies ist diesem ersten Münchner Deportationszug knapp entgangen. Aber auch sie wurde später deportiert, im Juli 1942 nach Theresienstadt. Als eine von wenigen hat sie die Shoah überlebt und uns ihre Eindrücke geschildert. Und darunter die Tatenlosigkeit und Gleichgültigkeit der nichtjüdischen Bevölkerung, unter deren Augen und in aller Öffentlichkeit Jüdinnen und Juden aus ihren Wohnungen gezerrt, in Sammellager gepfercht und dann in Zügen mit unbestimmtem Ziel abtransportiert wurden. Was ist des Unschuldigen Schuld, hat Gerti Spies in einem ihrer Gedichte gefragt
Wo beginnt sie? Sie beginnt da, wo er gelassen, mit hängenden Armen, schulterzuckend daneben steht, den Mantel zugeknöpft, die Zigarette anzündet und spricht, da kann man nichts machen. Seht, da beginnt des Unschuldigen Schuld. Und damit sind auch wir gemeint. Wenn wir uns dem leider wieder alltäglich gewordenen Antisemitismus und Rassismus in unserer heutigen Gesellschaft nicht mit aller Kraft entgegenstellen, wenn wir nicht laut und deutlich Nein sagen bei judenfeindlichen Stereotypen, Vorurteilen und Klischees und wenn wir uns bequem in aller Stille Empörung einrichten und genau dann wegschauen, wenn es darauf ankommt, hinzusehen. Und das schulden wir Jenny und Julius Kissinger, Paula und Siegfried Jordan, Ella und Friedrich Österreicher, Kitty und Ruprecht Neustädter, Emma Wallach, Amelie Spitzauer, Rita Stark und all den anderen Jüdinnen und Juden dieses ersten Münchner Deportationszugs vom 20. November 1941. Für sie hat damals keiner von den Außenstehenden einen Finger gerührt und zu einem solchen Versagen darf es nie wieder kommen. Deshalb erinnern wir heute an die deportierten und ermordeten Münchner Jüdinnen und Juden, um ihnen ihre Würde wiederzugeben und uns die eigene Würde zu bewahren, indem wir Antisemitismus nie wieder einen Platz in unserer Gesellschaft geben. Vielen Dank, Herr Biebel, auch für die Überbringung der Grüße vom Oberbürgermeister. Danke für Ihre Worte. Wir hören nun Frau Ursula Kalb, Verantwortliche der Gemeinschaft Sant'Egidio. Ich möchte mit einem Zitat von Sigrid Lenz beginnen. Er sagt: Unversöhnt mit der Vergangenheit sind wir umso leidenschaftlicher für den Frieden. Ja, mit dieser Vergangenheit, deren wir heute gedenken, müssen wir immer unversöhnt sein, damit wir uns eben umso leidenschaftlicher dafür einsetzen, dass es nie wieder geschieht. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, heute sind wir vereint am Ort des ehemaligen Sammellagers Milbertshofen, von dem aus vor 80 Jahren an die 1000 jüdische Kinder, Frauen und Männer den Weg nach Kaunas antreten mussten. Mit dieser Vergangenheit müssen wir immer unversöhnt sein, damit wir umso leidenschaftlicher uns dafür einsetzen, dass so etwas eben nie wieder geschehen kann. Wie viele Tränen wurden hier geweint, an diesem Ort der Angst, der Hoffnungslosigkeit und der Verzweiflung. Besonders an dem Tag, als all diese Menschen in den Zug einsteigen mussten, auf dem Weg in den sicheren Tod. Niemand soll je vergessen werden, und so möchte ich Sie, Herr Grube, von ganzem Herzen begrüßen, dass Sie heute unter uns sind, freut uns sehr. Sie haben hier gelebt und gelitten. Wir fragen uns immer wieder, wie konnte das alles geschehen? Seien wir wachsam. Antisemitischer Rassismus ist ein Gift, das immer noch stark durch die Adern Europas fließt. 90% der europäischen Jüdinnen und Juden sind davon betroffen. 38% denken an Auswanderung, weil sie sich in der Europäischen Union nicht sicher fühlen. Hannah Arendt versucht eine Erklärung. Sie schreibt: Die traurige Wahrheit ist, dass die Menschen das Schlimmste begehen, die sich niemals dazu entscheiden, gut oder böse zu sein. Ja, wer sich nicht entscheidet, lässt dem Bösen freien Lauf. Ähnlich wollte auch Sophie Scholl die Menschen aufrütteln, indem sie sagte: Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit, den ihr um euer Herz gelebt habt.
entscheidet euch, ehe es zu spät ist. Und wenn ich an Sophie Scholl erinnere, die mit 21 Jahren von den Nationalsozialisten hingerichtet wurde, möchte ich alle jungen Menschen grüßen, die heute hier sind. Ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Etty Hillesum, eine junge Jüdin, die in Auschwitz getötet wurde und deren Tagebuch erhalten ist, suchte eine Erklärung für das Schweigen so vieler. Sie schrieb: Ein Grund dafür ist, dass der westliche Mensch den Schmerz nicht als Teil des Lebens akzeptiert. Die Konsequenz ist, dass er vor dem Schmerz der anderen flieht und damit nichts zu tun haben möchte. Zitat Ende. Es ist ein Versuch zu erklären, warum so viele in Deutschland und auch in München geschwiegen haben, als ihre Nachbarn, Arbeitskollegen und Freunde ihre Wohnungen verlassen mussten, um an diesem Ort hier auf ihre Deportation zu warten. Vielleicht ist das auch der Grund, warum heute wieder der Ruf nach Mauern hörbar wird und so viele Mauern gebaut werden. Mauern aus Stein und Mauern in den Herzen der Menschen. Welch eine Blindheit, wenn man denkt, man kann den Schmerz der anderen beseitigen, indem man die Augen verschließt und sich abwendet, aus Angst vor dem Leid des anderen. Entscheiden heißt Verantwortung übernehmen. Sich für das Gute zu entscheiden heißt Menschenleben zu retten, vor allem das Schwache, das Verfolgte, das Unterdrückte, das Gefolterte und Erniedrigte Leben. Und wir müssen diese Geschichte denen erzählen, die mit uns leben. Und ich grüße die Neueuropäer, die aus aller Welt zu uns gekommen sind und heute auch hier sind und die in München eine neue Heimat gefunden haben. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, wird mit den Jahren die Erinnerung an die Ereignisse des 20. November verloren gehen, wenn immer weniger Menschen es mit ihrer eigenen Geschichte bezeugen können? Wir sind heute alle aufgerufen, diesen Tag neu zu erfinden. Und ich freue mich, dass Kinder und Jugendliche hier sind. Ich grüße euch herzlich. Ihr habt gesprochen und eure Stimme erhoben. Und ihr müsst die Zeugen sein, Menschen, die sich für das Gute entscheiden und Verantwortung übernehmen. Die Erinnerung an die Vergangenheit ist immer ein Aufruf zur Bewahrung der Menschlichkeit. Die Erinnerung bedeutet, die Geschichte und die Geschichten der Menschen wieder zu entdecken, die damals gelebt haben. Dann werden wir fähig sein, die Geschichten der Menschen zu entdecken, die heute neben uns leben, die mit uns auf diesem Planeten sind, die verfolgt oder auf der Flucht sind, die diskriminiert, alleingelassen, ohne Schutz und ohne Solidarität sind. Wir müssen ihre Geschichten zu unseren Geschichten machen, damit gemeinsames Leben in unserer Stadt und in der Welt gelingen kann. So können wir eine gemeinsame Zukunft bauen. Dann wird die Geschichte des 20. November 1941 überleben und als Warnung und Lehre für künftige Generationen erhalten bleiben, dass es nie wieder geschehe. Vielen Dank. Vielen Dank, Ursula Kalb. Ich darf nun Frau Ellen Presser, Leiterin des Kulturzentrums der Israelitischen Kultusgemeinde, begrüßen. Wir freuen uns, dass Sie heute Abend hier sind.
Ich beginne ebenfalls mit einem Zitat. Als der große Zivilisationsbruch geschah, die Welt hielt einen Moment den Atem an. Hernach spie sie die Milliarden Hektoliter Blut aus. Der Planet ward besprenkelt, durchpumpt, verrieben und verbacken mit Verderben, Qual und Finsternis. Ein Zelt der Verdammnis ward aufgestellt. Doch unter dessen Spitze drehte sich die Kuppel immer zu. Auf ihr saßen weiterhin die Artisten der Zeit, drehten sich mit und stellten dar. Mit diesen Gedanken, meine sehr geehrten Damen und Herren und liebe Schülerinnen und Schüler, beginnt der Text mit dem Titel »Zur Echolalie des Erinnerns« des 1944 geborenen österreichischen Schriftstellers und Dichters Robert Schindel, Sohn jüdischer Eltern, der Vater ermordet, die Mutter denunziert, nach Auschwitz deportiert und aus dem Frauen-KZ Ravensbrück zurückgekehrt. Wenn einer den Durchblick hat zwischen den Taten von einst und den Worten, damals und heute zu vergleichen und zu bewerten, dann er. Und so heißt es in dem eben eingangs zitierten Text, der vor 13 Jahren entstand, ein paar Absätze später, ich zitiere noch einmal, nahezu ein Menschenalter ist das alles her. Jetzt, da die meisten gestorben sind von den Opfern und Tätern, schickt man sich an, nicht nur zu gedenken, sondern gründlich zu gedenken. Nun muss ernst gemacht werden mit der Aufarbeitung. Der 70. Jahrestag des Novemberpogroms ist da und vorbei. Was sagen wir diesmal? Was haben wir zum 60. Jahrestag gesagt? Ist es noch aktuell? Und es kommt bei Robert Schindel noch kritischer, noch härter. Niemals vergessen, weil niemals erinnern. Gedenken, das ist das große Wort im kleineren Mund. Gedenken, das ist die Echolalie des Erinnerns. Gedenken, das ist das Ritual, das uns rührt, ohne zu berühren. Gedenken, dass sich der schrecklich, schrecklich Kanon. Wir treten auf, ich meine, wir treten an, entblößen das Haupt, blicken zu Boden. Wir gedenken der Opfer. Hernach, Hut auf. Was ich hier zitiert habe, sind wirklich harte Worte. Ich will kein Artist der Zeit sein. Und die heutige Versammlung will's wohl ebenso wenig. Das hoffe ich und das habe ich auch aus den bisherigen Statements so entnommen. Wir sollten uns also vor der Echolalie hüten, uns nicht mit überstrapazierten Slogans aufhalten wie »Nie wieder« und »Wehret den Anfängen«. Denn das »Nie wieder« ist längst enttarnt als immer noch und die Anfänge, wenn es denn nach 1945 je ein Ende gab, hat die demokratische Gesellschaft längst verschlafen. Sonst gäbe es nämlich nicht die 20% in der deutschen Bevölkerung, die sich zu antijüdischen Vorurteilen und rassistischen Positionen bekennen. Ganz offen und unverblümt. Dies ist übrigens Grund genug, Informationen zur deutschen Geschichte, aber auch zu unseren ethischen Werten zu vermitteln. Die meisten Leute denken da an die Schule, wo doch auch das Elternhaus gefragt wäre. Und wer die Schülerinnen und Schüler in die Pflicht nehmen will, sollte dann auch
an die Lehrerschaft und deren Ausbildung denken. Nur ein gutes Vorbild und Beispiel lehrt, Ausgrenzung, Mobbing, Beleidigung Schwächerer zu erkennen und angemessen abzuwehren. Dann hätten solche Schimpfwörter wie Jude oder Spasti weder am Schulhof noch am Fußballplatz die geringste Chance. Noch ein Zitat. Wer kann von wem verlangen, ein Held zu sein? Fragt Robert Schindel und fährt fort. Ich bin doch auch keiner in friedlichen Zeiten. Und dennoch, die Untaten waren so monströs, die Shoah so einzigartig und geht doch in keinen Schädel hinein. Ich muss, wir müssen also teilweise diese Robe der Selbstgerechtigkeit anziehen, sagt Schindel. Es muss erinnert und aufgeschrieben werden. Das geht schwer ohne eine gewisse Besserwisserei. Doch nur so besteht die Chance, nicht in einem neuen, anderen Zivilisationsbruch zu kippen, mit aller gesammelten Anständigkeit. Und damit bin ich mitten in den Gedenkritualen des Monats November in München. Am 9. November wird jedes Jahr an die sogenannte Kristallnacht erinnert, in der auch in München die jüdische Bevölkerung terrorisiert, ihre Geschäfte verwüstet, ihre Wohnungen gestürmt und die jüdischen Männer, deren man habhaft wurde, ins KZ Dachau verschleppt wurden. Diesem Verbrechen ging ein anderes voraus. Die sogenannte Polenaktion. Ende Oktober 1938 wurden nämlich rund 17.000 jüdische Männer und Frauen, auch wenn sie schon Jahrzehnte in Deutschland zu Hause waren, an die deutsch-polnische Grenze verschleppt und dort ausgesetzt. Die Deutschen warfen diese Unglücklichen aus dem Land und die Polen wiesen sie zurück. Daran denke ich dieser Tage, wenn ich die Bilder von der polnisch-weißrussischen Grenze sehe. Die Ursachen 1938 und 2021 sind völlig unterschiedlich. Doch die Situation als Spielball inhumaner Mächte, Kälte, Hunger und Misshandlungen ausgesetzt zu sein, war damals eine Tatsache und ist es heute genauso. Heute Abend erinnern wir an ein Verbrechen, das heute Morgen vor genau 80 Jahren hier stattfand. Wie so oft im Morgengrauen, weil die Täter um ihre Schandtaten sehr wohl wussten und ihre Verbrechen oft ausführten, bevor die Stadt erwachte. Doch das Verschwinden von 997 jüdischen Männern, Frauen und Kindern war, bei aller Geheimhaltung, gewiss nicht ein lautloses. Wer sich für seine Nachbarn, seine Mitmenschen interessierte, der konnte damals wissen. Der konnte Ende 1941 zwar kaum noch mutig handeln, doch die dem Tod Geweihten nahmen auch kleine Zeichen der Solidarität und Hilfe dankbar wahr. Schweigen, wegschauen, mittun oder sogar nachtreten, das allerdings war damals die Haltung der Mehrheitsgesellschaft. Vor einem Jahr sprach an dieser Stelle Charlotte Knobloch. Als Präsidentin steht sie für die israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern ein. Als Überlebende der Shoah wollten ihre Worte damals ins Mark treffen. Ich zitiere: Das Ausmaß der Barbarei, die sich in den historischen Fakten zeigt, verschlägt uns bis heute den Atem. Es ist kaum begreifbar, dass Menschen so etwas antun konnten. Die Gefühlskälte, die Grausamkeit,
das völlige Fehlen von Mitleid und Mitgefühl, all das ist auch viele Jahrzehnte später nur schwer zu ertragen. Nur betroffen zu sein, so fuhr sie fort, genügt jedoch nicht. Die Geschichte mag vergangen sein, aber wir haben schon oft erleben müssen, dass scheinbar Vergangenes sich später erneut zugetragen hat. Das darf hier nicht der Fall sein. Die Verantwortung des Erinnerns und die Verpflichtung zu verstehen begleiten jeden von uns Tag für Tag. Zitat Ende. Schweigen, wegschauen, das geschieht auch heute noch viel zu oft. Wäre es anders, dann hätte sich der Appell von Charlotte Knobloch vom Vorjahr erfüllt. Damals sagte sie: Die Abgründe der NS-Herrschaft zeigen uns, warum wir gedenken, warum wir füreinander einstehen, warum wir nicht untätig sein dürfen und warum ein Aufschrei durch die Gesellschaft gehen muss, wenn Intoleranz und Hass um sich greifen. Ich möchte heute einen weiteren, meinen Appell an Sie hinzufügen. Überlegen Sie sich neue Formen des Gedenkens. Belassen Sie es nicht bei einem Ritual zu diesem oder jenem Gedenktag. Belassen wir es alle nicht beim Wiederholen von Worten, ohne diesen etwas Echtes folgen zu lassen. Denken Sie nach. Denken wir alle nach. Was haben wir gestern getan? Heute getan? Was können wir, was kann jeder und jede von uns in seiner oder ihrer kleinen überschaubaren Umwelt tun, um diese Welt im Ganzen zu einer besseren zu machen? Im jüdischen Denken nennt man dieses Prinzip Tikkun Olam, etwas beitragen zur Genesung, zur Wiederherstellung der Welt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Presser, für Ihre Worte und auch für Ihre Mahnung an uns bezüglich der Erinnerungskultur. Ich darf nun Sie, Herr Ernst Grube, begrüßen. Herr Ernst Grube, der seine Kindheit, wie wir gehört haben, hier in München verbrachte und Überlebender der Shoah ist. Ich darf Sie herzlich einladen, zu uns zu sprechen. Herr Grube, wir danken Ihnen, dass Sie sich aus Regensburg heute Abend hier zu uns aufgemacht haben und als Zeuge das Wort an uns richten. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen, wie schon meine Vorrednerinnen. Vor allen Dingen aber die Jugend, die jungen Leute, von denen wir Alten nun hoffen, dass sie Augen aufmachen, dass sie nachdenken und dass sie Wege finden, dafür dazu beizutragen, dass die Lebensverhältnisse bei uns sich nicht, ja, fast würde ich sagen, für viele nicht noch weiter verschlechtern. Nach dem Beschluss des Münchner Stadtrats
Im Juni 1938 wurde die Hauptsynagoge in der Herzog-Marx-Straße zerstört. Gleichzeitig wurden die Gebäude der jüdischen Gemeinde arisiert, das heißt geraubt. Den Bewohnern dieser Gebäude wurde gekündigt, darunter waren auch meine Eltern. Nach 4 Monaten vergeblicher Suche, ohne Aussicht und Recht auf Wohnung, brachten uns die Eltern in ihrer Not am 7. November 1938, 2 Tage vor dem Novemberpogrom, in das jüdische Kinderheim in der Antonienstraße in Schwabing. Dort waren wir mit ungefähr 50 Kindern zusammen, deren Familien meistens in derselben verzweifelten Lage waren. Manche Väter versuchten noch zu emigrieren und taten vor, die Familie später nachzuholen. Die Hoffnung auf Familiennachzug erfüllte sich für die allerwenigsten. Flucht war kaum mehr möglich, war teuer und lebensbedrohlich. Asyl wollten die wenigsten Staaten geben. Anfang November 1941 erhielt das Kinderheim eine Anordnung, 23 Kinder für einen Transport bereitzumachen. Ich erinnere mich noch, wie diese Anordnung uns niederdrückte. Ohnmächtig mussten wir warten und dann erleben, wie die einzige beständige alltägliche Gemeinschaft, die wir noch hatten, auseinandergerissen wurde. Unsere Stimmung und Ahnung speiste sich aus den Feindseligkeiten, die wir Kinder außerhalb des Heimes oft täglich erfahren hatten. Und nun kam von außen dieser erzwungene Abtransport ins Ungewisse. Wohin? Werden wir uns wiedersehen? Am 20. November wurden 23 Kinder, unsere langjährigen Freunde und Freundinnen, abgeholt und direkt zum Güterbahnhof Milbertshofen gebracht. Das Leben im Heim war nie wieder so wie zuvor. Im April 1942, nach dem zweiten großen Transport nach Piaski, wurde auch das jüdische Kinderheim arisiert, das heißt dem Lebensborn übereignet. Wir 12 übrig gebliebenen Kinder kamen in das Ghetto, in die Judensiedlung Milbertshofen, wie die Nazis es nannten. Die Leiterin des Kinderheims, Alice Bendix, und ihre Stellvertreterin Hedwig Jacobi begleiteten uns. Ich war damals 9 Jahre alt. In der Erinnerung verblasst so manches und vieles wird vergessen. Doch einiges bleibt in meinem Gedächtnis und geht tief ins Bewusstsein ein. Das sind die Bilder der Baracken, die Erdhaufen vor unserer Baracke, auf denen wir oft gespielt haben. Die Begegnungen mit den Menschen, wenn wir zur Kantine gegangen sind. Nur ernste Mienen, nie ein Lachen, kaum ein Gespräch. Jeder war für sich allein mit seinen Sorgen. Besonders deutlich bleiben die Bilder an das alte Kesselhaus. Am vergitterten Fenster hingen oft Verzweifelte. Sie schrien und weinten in ihrer Hoffnungslosigkeit. Es gab Berichte im Lager, dass Bewacher der Gestapo Inhaftierte im Lager zwingen, mit bloßen Händen die Latrinen zu reinigen. Und die Unruhe nachts, die lauten Rufe, die ich oft abends im Bett gehört habe. Heute weiß ich, dass man Transporte zusammengestellt hat.
Erst nach der Befreiung erfuhr ich von der Funktion dieses Ghettos. Sammellager für die jüdischen Menschen zur Deportation in den Osten, in die Vernichtung. Unfassbar, sagen manche Menschen heute, sei das gewesen. Dabei bleibe ich nicht stehen. Ich suche die Zusammenhänge. Mit dem Überfall auf Polen 1939 und insbesondere mit dem Überfall auf die Sowjetunion durch Nazi-Deutschland begann das Massenmorden in Osteuropa. Diesen Krieg plante die NS-Führung Deutschlands als einen nie dagewesenen Raub- und Vernichtungskrieg, bei dem der Tod von Millionen Menschen im Voraus einkalkuliert war. In den rassenideologischen Überlegungen wurde ganzen Bevölkerungsgruppen das Recht auf das Leben abgesprochen. Die maximale Ausnutzung der besetzten Gebiete, Vertreibung, Vernichtung der Menschen war ein Teil dieser Lebensraumpolitik. Dieser Massenmord hinter der Ostfront beschleunigte die Planungen für die Judenvernichtung im deutsch besetzten Europa. Die eroberten Gebiete waren Ziel der ersten systematischen Deportationen ab Mitte Oktober 1941. In den besetzten, mit Terror überzogenen Gebieten konnten die deutschen Besatzer Ghettos, KZs und Vernichtungsstätten einrichten oder neu bauen. Dorthin wurden auch alle meine Tanten, Onkel und Cousins mütterlicherseits deportiert, nach Riga, Piaski und Izbica in das Vernichtungslager Belzec. Ein Onkel musste die Qualen der Vernichtung durch Arbeit in Riga, im KZ Kaunas, KZ Stutthof und zurück ins Dachauer KZ Außenlager Kaufering in die Rüstungsproduktion mitmachen. Niemand hat überlebt. Im August 1942 war das Lager Milbertshofen schon fast leer deportiert. Die Arisierungsstelle verkaufte das Barackenlager an die bayerischen Motorenwerke, die es zur Unterbringung ihrer tschechischen und sowjetischen Zwangsarbeiter nutzten. Wir noch Übriggebliebenen wurden in die Heimanlage für Juden nach Berg am Laim verfrachtet. Während die Behörden des NS-Staats Krieg, Verfolgung und Vernichtung der Juden planten und durchführten, wurden die Menschen, die dies und anderes verhindern wollten und immer noch Widerstand leisteten, in Gefängnissen wie Stadelheim, wie Dachau, ins KZ wie Dachau, gefoltert, ermordet. Denken Sie an Georg Elser, an Walter Klingenbeck oder an Mitglieder der Weißen Rose, die denunziert und von willfährigen Richtern zum Tode verurteilt wurden. Die Warnung, Hitler bedeutet Krieg, wurde nicht ernst und rechtzeitig aufgenommen, um Widerstand zu organisieren. Wir Überlebende und Befreite aus den Ghettos, Konzentrationslagern und Gefängnissen setzen uns nach wie vor für eine Demokratie und ein gesellschaftliches Zusammenleben ein, die sich gegen Kriegspolitik und faschistische Entwicklungen stellen, gegen eine Politik, die Menschen in Not, Schutz und Asyl verweigert. Für mich steht dabei die Aussage, und sie gehört zu meinem Leben, der Weißen Rose im Zentrum. Jeder Einzelne, jedes Volk hat ein Recht auf die Güter dieser Welt. Nie wieder soll
Nationalismus, Militarismus und Kriegspolitik, Antisemitismus und Rassismus Menschen gegeneinander aufbringen und sie zu Tätern an anderen Menschen und Völkern machen. Wir gedenken der Menschen, die vor 80 Jahren beispielloser Massenverbrechen des NS-Regimes wurden. Wir erinnern an das Leid, das in ihren Familien bis heute wirkt. Zum Gedenken gehört Wissen und begreifen wollen, wie die Verbrechen geschehen konnten, wer Hand angelegt hatte, wer beteiligt war, insbesondere am Schreibtisch, wer Profit und Nutzen daraus zog, über das Kriegsende hinaus. Gedenken beinhaltet auch erkennen wollen, warum diese Verbrechen nicht rechtzeitig verhindert wurden und die Konsequenzen für heute daraus ziehen. Damit wir wachsam bleiben und entschlossen, zahlreich, gemeinsam handeln, um die Errungenschaften der Befreiung zu verteidigen und zur Geltung zu bringen. Vielen Dank, Herr Grube, für Ihre Worte an uns und Ihr persönliches Zeugnis. Ich darf nun Herrn Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, um sein Wort bitten. Wir sind froh, Herr Kardinal, dass Sie gesund bei uns sind. Verehrte, liebe Anwesende, liebe Freunde, nach den bewegenden Zeugnissen, angefangen von den Lebensgeschichten, die die Jugendlichen vor unserem Schweigemarsch vorgetragen haben, und zu dem, was wir jetzt gehört haben, passt eigentlich nicht das, was wir an solchen Tagen ein Grußwort nennen. Es ist ein Zeugnis nötig oder ein einfaches Wort der Solidarität, des Miteinanders. Es ist wirklich für mich immer wieder neu bewegend, weil ich denke, wir gehören nicht zu der Generation, aber zu der Generation, die sehr nah noch an den Ereignissen ist. Und die stirbt ja auch aus. Ich bin ja auch schon etwas älter mittlerweile. Also wo die Eltern mit in der Zeit gelebt haben. Und wo wir, ich kann mich gut erinnern, zu Hause gefragt haben, was ist mit euren jüdischen Nachbarn passiert? Mein Vater ist 1937, wenn ich einfach persönlich auch erzählen kann, zur Wehrmacht gekommen, 1949 aus Russland als Kriegsgefangener zurück. Er hat vieles in meiner Heimatstadt gar nicht mehr erlebt. Aber meine Mutter konnte es kaum erzählen. Sie verschwanden. Und ich weiß nur, wie wir als Jugendliche gefragt haben, was war denn in der Stadt als Diskussion da? Wie ist das hingenommen worden? Und wir haben es ja eben gehört, die meisten haben es schweigend, vielleicht sogar zustimmend, aber jedenfalls unbeteiligt hingenommen, dass Menschen in dieser Weise ihrer Würde beraubt wurden. Das heißt, die Würde kann man niemandem nehmen. Der liebe Gott gibt uns die Würde. Das Schlimmste
Verbrecher kann das nicht wegnehmen, was Gott einem gegeben hat. Aber das, was man erleidet, ist schlimm. Deswegen dürfen wir eigentlich vielleicht auch sagen, ich habe mich sehr bewegt gefühlt von Ihrer Ansprache, auch im Blick auf die Frage, wie man eigentlich gedenken soll. Und das wird sicher wichtig sein. Aber ich denke, es ist auch notwendig, auch das wurde jetzt gesagt in all den Ansprachen, wir können ja gar nicht anders, als auch an diese Lebensgeschichten erinnern. Herr Kulturreferent, das finde ich eine gute Idee, zu sagen, dürfen wir die Namen nennen, dürfen wir die Biografien erforschen. Ich finde, das gehört auch mit dazu. Aber das reicht natürlich nicht aus. Gedenken ohne aktuelle Bezüge, ohne dass wir jetzt etwas tun. Sie haben auf die jetzt menschenverachtenden Taten hingewiesen, die jetzt geschehen, in unseren Zeiten. Das wäre kein echtes Gedenken, was wir wirklich verantworten können. Und ein anderes, was mir in dem Nachdenken und Hören dann immer wieder deutlich wird, was mich eigentlich vom Abstand her der Jahre eher tiefer erschrocken macht. Wie tief dieses menschenverachtende Denken, monströse Denken, das wurde ja jetzt immer wieder deutlich, wo wir uns fragen, wie kann es sein, dass Menschen so miteinander umgehen oder so handeln, dass das in viele Teile der Gesellschaft eingedrungen war, bis in die Universitäten, in die Bildungsbürgerschaft, war dieses Denken da, in die Wissenschaft. Das hat mich doch im Laufe meines Nachdenkens darüber erschrocken gemacht. Wie soll man gedenken? Nicht ohne heute ein Versprechen abzulegen. Und eins ist, glaube ich, wichtig, das wurde mir jetzt im Zuhören noch einmal deutlich. Es kommt darauf an, wirklich zu sehen. Wir sprechen ja heute oft von Fake News, von manipulativen Wahrheiten, gefälschten Wahrheiten. Gerade ihr jungen Leute, gut, dass ihr da seid, müsst lernen, wach zu sein und zu unterscheiden. Das macht mir mit eine große Sorge für die Zukunft, wenn die vielen Dinge, die man sieht oder die man wahrnimmt, die man aufnehmen kann, nicht mehr mit den Kriterien der Menschlichkeit, der Wahrhaftigkeit, des Engagements für den Nächsten verbunden sind, sondern Manipulationen. Und wir Kirchen, ich glaube, im letzten Jahr haben wir es auch schon deutlich sagen müssen, auch da wurde geschwiegen. Die Täter waren ja zu 99% Christen oder zu 95% getauft. Sie haben alle in der Schule die 10 Gebote gelernt, du sollst nicht töten. Alle. Wie kann man je darüber nicht beunruhigt sein, zutiefst, dass das möglich ist, dass Menschen eigentlich gebildet sind, Kriterien der Menschlichkeit an die Hand bekommen und dann in einer brutalen Weise über das Leben anderer Menschen hinweggehen. Trotzdem müssen wir etwas tun. Und deswegen ist es gut, dass die Jugendlichen da sind und in der Zukunft aufmerksam sind für all das, was jetzt geschieht, was heute geschieht. Auch heute an Verschwörungstheorien, antisemitischen und rassistischen Themen da ist, aber eben auch andere Zeichen der Unmenschlichkeit, auf die Sie hingewiesen haben, auf die wir aufmerksam werden müssen. Es beginnt bei jeder Unmenschlichkeit und bei jeder Art und Weise, wie ein anderer Mensch niedergetreten wird, was immer er oder sie sei. Deswegen finde ich, brauchen wir solche Tage, auch ein solches Gedenken, aber es darf nicht ritualisiert werden im Sinne einer sozusagen alljährlich wiederkehrenden Selbstberuhigung, dass wir ja was Gutes tun, wenn wir uns erinnern und wenn wir auch ganz betroffen miteinander umgehen. Ich habe das schon deutlich gehört. Es kann nur dann glaubwürdig sein, wenn wir uns heute, wie Sie ja auch gesagt haben, heute engagieren für Freiheit und Menschenwürde. Und zwar für alle Menschen. Der Papst hat ja die wunderbare Enzyklika geschrieben, Fratelli Tutti, Brüder und Schwestern alle. Und ich glaube, wir als Christen, als Juden, als Männer und Frauen der Heiligen Schrift bekennen ausdrücklich, Gott ist der Vater
aller Menschen. Und jeder Mensch ist Bild des lebendigen Gottes. Wenn wir das uns immer wieder gegenseitig sagen, auch als Christen uns darauf verpflichten, dann haben wir den Kompass, auch aus dem Gedanken und dem Gedenken ein Engagement zu machen. Danke. Vielen Dank, Herr Kardinal, für Ihre Worte. Wir hören nun Herrn Landesbischof Bedford Strom von der Evangelischen Kirche in Bayern. Meine Damen und Herren, immer wieder von Neuem habe ich dieses Gefühl der Fassungslosigkeit, wenn ich an Orten stehe, wie diesem Ort hier, wenn ich an Orten stehe, in die Geschichten eingeschrieben sind, die alles das, was für uns Humanität ist, mit Füßen treten. Und ich stelle mir die Frage, die Charlotte Knobloch letztes Jahr hier schon gestellt hat. Wie kann es sein? Wie können Menschen einander so etwas antun? Und es ist eine Frage, die still in sich hinein oder laut herausgerufen von damals in diese Zeit heute hinein klingt, in der ja Humanität auch wieder und wieder und an so vielen Orten auf dem Spiel steht. Und die Fassungslosigkeit über das, was damals passiert ist, drängt zu einem heutigen Blick auf die Verletzung der Würde des Menschen, die wir doch als Grundwert eigentlich inzwischen so sehr verinnerlicht haben. Damals wie heute ist der Schlüssel für die Durchbrechung der Abstumpfung gegenüber der Inhumanität. Der Blick auf konkrete Menschen, auf Menschen mit Gesichtern, auf Menschen mit Gaben und Talenten, Menschen, die lachen und weinen, Menschen, die hoffen und verzweifeln. Auch deswegen bin ich so dankbar, dass wir uns immer wieder an Orten wie diesen versammeln und der Menschen gedenken, die hier in den Tod geschickt worden sind. Das Berührendste waren die Geschichten, die wir eben von den Schülerinnen und Schülern gehört haben. Konkrete Geschichten und auch die Installation, die ich vorher gesehen habe, wo auch Ernst Grube uns den Führer gespielt hat, auf die konkreten Geschichten der Menschen, die hier abtransportiert worden sind. Auch diese wunderbare und sehr berührende Installation ist ein ganz wichtiger Beitrag dafür. Anfang November lebten noch 3240 Juden in München. Nach der Deportation nach Kaunas, die von hier ausging, wurden, wir haben es jetzt immer wieder gehört, fast 1000 Menschen dort ermordet. Am Morgen wurden sie zur Morgengymnastik in Anführungsstrichlein gerufen. In Wirklichkeit schauten sie in Maschinengewehrläufe und wurden brutal erschossen. 1159 Männer, 1600 Frauen und 175 Kinder aus Berlin, München und Frankfurt. Eine von ihnen war Elisabeth Braun, ledige Lehrerin und Schriftstellerin, 54 Jahre alt. Wenige Tage vorher, am 18. November, sucht sie einen Gerichtsvollzieher im Lager hier in Milbertshofen auf und stellt ihr eine Verfügung der Münchner Gestapo-Leitstelle zu, dass ihr gesamtes Vermögen wegen volks- und staatsfeindlichen Bestrebungen durch das Deutsche Reich eingezogen wird. Die übliche Form damals, die Deportationsopfer auszurauben. Schon im Juni 1940 weiß sie, dass ihr Leben in höchster Gefahr ist, weil sie sich
standhaft weigert, ihre Enteignung hinzunehmen. Die Behörden wollen ihr Stadthaus in bester Lage in Bogenhausen, das Hildebrandhaus, arisieren, wie wir es eben schon gehört haben. Heute befinden sich dort die Monazensia-Bibliothek und das Literaturarchiv. Elisabeth Braun stammt aus einer wohlhabenden jüdischen Familie, war aber 1920 mit 33 Jahren in die evangelische Kirche eingetreten. Ab 1938 nahm sie in ihrem Haus andere antisemitisch verfolgte Christen und Juden auf, die aus ihren Wohnungen vertrieben worden waren. Insgesamt 15 Personen, meist alleinstehende Frauen. Im Juni 1940 macht Elisabeth Braun ihr Testament. Da ich, so sagt sie, infolge bestimmter persönlicher Bedrohungen in den letzten 17 Tagen möglicherweise mit meinem vorzeitigen Ableben rechnen muss. Als Alleinerbin setzt sie die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern ein, die das Hildebrandhaus und das sonstige Erbe zur Unterstützung von antisemitisch verfolgten Christen einsetzen soll. Ein Exemplar des Testamentes übergibt Elisabeth Braun ihrem Gemeindepfarrer Friedrich Bauer von der Dreieinigkeitskirche in Bogenhausen. Bis August 1941 gelingt es Elisabeth Braun noch, ihr Haus als Zuflucht für antisemitisch Verfolgte zu erhalten. Dann muss sie selbst aus ihrem Haus ausziehen und wird ins Lager eingewiesen, zunächst in Berg am Laim und dann hier in Milbertshofen. Am frühen Morgen des 20. November, wir haben es gehört, vor 80 Jahren, heute ganz genau, sind Elisabeth Braun und 4 ihrer ehemaligen Mitbewohnerinnen unter den Menschen, die vom Lager hier ganz in der Nähe aus zum Güterbahnhof Milbertshofen getrieben werden. 5 Tage später werden sie dann in Kaunas ermordet. Nach dem Krieg tritt unsere Bayerische Landeskirche das Erbe an und errichtet einen Sonderfonds, aus dem bis heute Projekte gefördert werden, von denen wir hoffen, dass sie im Sinne von Elisabeth Braun sind. Unsere Kirche nimmt den 80. Jahrestag der Deportation zum Anlass, aller Opfer zu gedenken und auch dankbar an die mutige Münchner Protestantin Elisabeth Braun zu erinnern. Voller Scham stellen wir aber auch fest, wie wenig die Kirchenleitung damals zu ihrer Bewahrung tat. An Appellen dazu hat es nicht gefehlt. Der Schriftsteller Rudolf Alexander Schröder schrieb im November 1941 an den Münchner Dekan Friedrich Langenfass, die Kirche solle etwas für die Menschen tun, denen die Abschiebung in die Hunger- und Fronthöllen des Ostens drohe. Eine Möglichkeit sah er darin, den Verfolgten in Kirchen und Sakristeien Asyl zu gewähren. Er appellierte an das Gewissen des Dekans. Könnte doch dem Volk, dem wir angehören, die Schmach erspart bleiben, dass in dieser Angelegenheit auf Tod und Leben kein Versuch seitens seiner Kirchen gemacht wäre, ein Alleräußerstes abzuwenden, ein Minimum an Verantwortung vor Gott und seiner Christenheit auf sich zu nehmen. Eine Antwort des Dekans ist nicht überliefert. Während in den Niederlanden die Kirchen für antisemitisch Verfolgte eintraten, taten das in Deutschland nur einzelne mutige Christenmenschen und Netzwerke. Das Fehlen eines öffentlichen Protestes gegen die Judenverfolgung gehört für mich zu den dunkelsten Flecken der Geschichte unserer Kirche im 20. Jahrhundert. Wir wollen daraus lernen und nie wieder schweigen, wenn heute die Menschlichkeit mit Füßen getreten wird. Vielen Dank, Herr Bedford-Strom. Wir wollen nun all der Männer, Frauen und Kinder, die in dieser Stadt gedemütigt, entrechtet, verachtet und in den Tod geschickt wurden, gedenken. Mit ihnen denken wir an alle Opfer antisemitischer und rassistischer Gewalt,
auch heute in unserer Nachbarschaft. In einer Schweigeminute wollen wir den über 6 Millionen Opfer des Holocaust gedenken. Dafür stehen wir auf. Ich danke Ihnen. Zum Abschluss unseres Gedenkens wird Herr Rabbiner Brotmann ein Erinnerungsgebet sprechen. Dieses Gebet enthält unter anderem die Namen von Konzentrationslagern. Sein Vater war Überlebender des Holocaust. Er überlebte mit seiner Mutter und seiner Schwester 3 Konzentrationslager. Rabbiner Brotmann war uns ein wertvoller Begleiter von tausenden Jugendlichen, denen er seine Geschichte erzählte und sie rief, wachsam zu sein und jeden Menschen zu achten. Heute wird sein Sohn zu uns sprechen. Herr Rabbiner, ich bitte um das Gebet. El mole rachamim shoychein b'moimim Am tzehem nuchon chayno Ahal kanfe ashchino B'malois k'doshim mutorim k'zok yamirim u'mazrim Es kol anshomoy sheshes milyoni ayudim חללי השואה באירופה שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו ושנספו על קידוש השם. באושוויץ, ברגן בלזן, מיידנק, טרבלינקה ושאר מחנות השמדה. ברור שכל הקהל מתפלל לעילוי נשמותיהם. לוחם בעלו החמים יסתירם בססר כנופיו לא ילומים. ויצרו בצרו החיים מיס נשמו עשם, עדינוי ונחל עושום, בגן עדן תאים מנוחו עושום, ויעמדו לגרולום לקץ הימין ונאמר אמן. בדנקן. Ihnen für das Gebet. Wir danken Ihnen allen, dass Sie an diesem Gedenken teilgenommen haben. Wir verabreden uns schon für das nächste Jahr, denn dieses Gedenken darf im Kalender der Stadt München nicht fehlen, auch wenn es heute Abend auch Anstöße gab, noch anders zu erinnern, beziehungsweise auch dieses Erinnern im Leben Wirklichkeit werden zu lassen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und möchte mit folgendem Satz die Veranstaltung beenden: Keine Zukunft ohne Erinnerung. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen aller Veranstalter des heutigen Abends danken wir Ihnen für Ihr Kommen und wünschen Ihnen einen guten Heimweg. Tragen Sie die Erinnerung mit hinaus und hiermit ist die Veranstaltung beendet. Vielen Dank.